Jo, hallo liebe Freunde hier bei Let's Play FIFA 14 Beer Goalkeeper im Karrieremodus. Mit mir dem Patianel P. Leute, es geht weiter gegen den FC St. Pauli. Und wie gesagt, für uns zählen in dieser Saison nur noch 3-3-3. Die drei Punkte, die wir unbedingt brauchen, um den Anschluss nicht noch weiter zu verlieren. Weil wir haben doch noch... Oh, den habe ich zu weit ausgeworfen, auf jeden Fall. Oh, ist der gut? Der ist gut. Der ist perfekt. So ein Goalkeeper-Skillspiel hatten wir ja noch überhaupt nicht. Soweit ich mich erinnern kann. Und trifft er? Ne, zu weit, aber wir machen einfach direkt weiter. Regenwetter in St. Pauli, also in Hamburg. Die Fans, die feiern gleich mal richtig. Der wird zu lang. Bei dem Wetter keine Chance. Ich bin vielleicht ein wenig, oder ich bin verschnupft und ihr werdet es ein wenig raushören. Jetzt ist es wirklich mega kalt geworden auf einmal über Nacht. Also hatte sicher 0 minus 1 Grad. Bei uns in Salzburg. Viele wissen ja noch nicht, wo ich wohne. In Salzburg in Österreich an der bayerischen Grenze in der Nähe. Ach, das haben sie jetzt schön gespielt. Jetzt aufpassen, Löwen. Jetzt kommen sie. Rangehen. Super. Valori. Oh, schlechtes Passspiel. Und das war Abseits. Oder wie die Engländer sagen würden, Offside. Ich habe mir auch ein neues Handy gekauft, das Note 3. Geniales Handy, Leute. Also für jeden, der dem das nicht zu groß ist, der muss jetzt aufpassen. Weg mit der Kugel. Schnell, gut. Samsung Speicher erweiterbar. Ich hatte ja bis jetzt das Galaxy S1. Also ich bin keiner, der jetzt da öfters ein neues Handy kauft. Und Tor! Und Tor von Hennings! 1-0 für 1860 München, St. Pauli 0. 1860 München 1. Danke, bitte. Hennings macht das Tor in der 12. Minute. Setzt ihn noch an. Hat auch genug Zeit, zieht ab und gibt dem Tormann keine Chance. Wie gesagt, ich bin keiner, der sich da oft ein Handy kauft. Mein Galaxy S1 ist schon 3,5 Jahre alt, glaube ich. Von dem her habe ich mir da gesagt, jetzt gönne ich mir wieder ein gutes Handy. Es muss aber den Akku austauschbar sein. Wenn der im Arsch ist, will ich mir einfach einen Akku kaufen und fertig. Und der Speicherplatz soll erweiterbar sein. So, wenn noch wer Fragen hat zum Mode 3, kommentiere ich gerne im nächsten Let's Play Video. Aber jetzt wieder Fußball als Hauptthema. Das letzte Spiel hat 1860 München wieder 1-0 gewonnen. Mit... Ja, es war eher Not gegen Elend. Und Stoppelkamp kommt zur Torchance. Ist das Chauner im Tor? Der ehemalige 1860er Tormann, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, was machen wir? Spiel nochmal zurück. Neuer Verteidiger mit 31. Ist das ein Jugendspieler, der nachgerückt ist? Kenne ich gar nicht. Ah, da wollte ihn durchstecken. Ja, Philipp Chauner ist im Tor. Mit der Nummer 13. Und jetzt... Wieder gut verteidigt. Zwar im letzten Moment und nicht ungefährlich, aber wieder... Zuverlässig den Ball abgenommen, kann man nicht sagen.
Das war aber umso schlechter gemacht. Glück gehabt, dass der Ball noch am liegenden Verteidiger irgendwie abgeprallt ist. Passverhalten muss besser werden. Aber wir führen jetzt mal 1-0. Und schön erobert. Kein Einwurf. Ah, da wollte ich, hätte ich gern den langen Pass gesehen. Wird's wieder rechts, aber das erkennen die Spieler anscheinend nicht, die Laufwege. Gerade noch den Fuß reinbekommen jetzt. Und wenn die Balleroberung kommt, dann rückgleichen gegen den Verteidiger nach, das gefällt mir. Wird der lang? Der wird lang. Perfekt. Werfen wir aus mit einem lässigen, mit einer lässigen Handbewegung. So. Geht dabei gemütlich weiter. St. Pauli, St. Pauli. Gibt es irgendwelche St. Pauli-Fans hier? Ich finde ja, St. Pauli ist ein richtig sympathischer Club. Gehört eigentlich auch in die erste Liga, wie 1860. Und ich bin kein Mensch, der sagt, welcher Club runtergehört. Jeder Club hat irgendwie seine Daseinsberechtigung. Sei es, muss ich als auch 1860-Fan sagen, ob das jetzt Bayern München ist oder auch Hoppelheim. Jedem das seine. Hoppala, völlig falsch gestanden, dank meines Controllers. Jetzt über die rechte Seite. Und Ballverlust. Und jetzt ist alles frei. Jetzt ist alles blank. Jetzt ist alles blank. Und da stehen wir da. Decken das kurze Eck ab. Sind schnell unten. Da haben wir ihn. Leiten ihn ganz, ganz sicher nach außen ab. Schauen wir mal, wo die Ecke hingeht. Ah, das ist zu weit. Zurück. Zurück, zurück. Konterchance für die Löwen. Ja, genau. Ich drück Y und er passt ihn zurück. Sehr klug. Und da prallen wir. Was war denn das? Wie ist das Tor jetzt eigentlich entstanden? Irgendwie, also da bin ich mal irgendwo weggerutscht, aber ansonsten, da habe ich ihn zurückbekommen. Aha, Innenverteidiger passt, da haben wir ihn und da das Gegentor, also wir haben keine Schuld, wollte ich mir jetzt nochmal genauer ansehen. 1-1, 1860, München gegen Pauli, wieder völlig offen. Fast ins Aus getribbelt. Und jetzt wird abgepfiffen. Ja. 1-1 nach Verteidigerfehler. Ordentlicher Patzer mit diesem Pass. Keine Ahnung, warum das gemacht wurde, aber es ist eben geschehen. Aalen gegen Köln führt 1-0. Köln auch nicht so im Lauf momentan, jedenfalls bei FIFA 14. Das war ja eine Katastrophe, dieser Pass.
Aber vielleicht gelingt uns noch was in der zweiten Hälfte. Ganz schnell rechts vorne, wenig Platz. Stahl. Hennings. Stahl. Ballverlust. Nöte der Torschützenlistenführer momentan. Und da kommt dann ein Ball und da wehren wir ihn ab. Der kriegt den Fuß da noch zum Holen und dann sind wir da am Posten und wehren diesen Ball souverän ab. Jedenfalls, wir kommen auch immer mehr ins Spiel. Das heißt, wir parieren besser und halten die Mannschaft im Spiel. Jetzt der nächste Schuss. Nicht ungefährlich. Ja, wir wachsen und wachsen über uns hinaus. So soll es auch sein. Eingewöhnungsphase in München natürlich. Und den haben wir sicher rausgefischt, auch wenn es abseits war. Wir wissen, den hätten wir gehabt. Ah, den habe ich falsch platziert. Ah, diesmal kommt er nicht ran. Einwurf. Erste Auswechslungen. Hein für Bobby Wood. Schindler und Nöte. Schindler spielt nicht mehr bei uns. Der spielt anscheinend bei St. Pauli. Jetzt kommt der Chance. Der Ball verfehlt. Schön gesehen. Schön gesehen. Hein. Hein am Ball über die rechte Seite jetzt. Kopfball. Kommt im 16er ran. Abgeblockt. Ah. Und das hätte gefährlich werden können. Aber St. Pauli bleibt weiter am Ball. Also schön aufpassen. Jetzt keine Fehler. Und wieder Abseitsposition eines St. Pauli-Spielers. Schwabel heißt die Nummer 35. Okay. Wannenwetsch rein, einer unserer Topscorer meiner Meinung nach. Hat schon viele wichtige Tore geschossen. Jetzt aber wieder der Ballverlust, der nicht nötig war. Und jetzt klären wir den Ball. Der Ball kommt immer wieder wie ein Boomerang zu mir. Jedenfalls an die Grenze 16ers. Wir denken da, wir können da im 16er rumpassen. Ah, nach vorne haben wir überhaupt kein Feuer. Ja, mit diesen hohen Pässen in die Mitte. Ja, jetzt die Chance wieder, aber diesmal aufgepasst. Das könnte was werden. Ah, er wird zu lang. Chauner spielt weit. Und Fehler, aber da stehen wir richtig. Der Ball wird zu lang für den Gegenspieler. Glück gehabt. Aber wieder einfach ein dummer Fehler, der nicht so passieren muss. Eckball. Jetzt geht vielleicht was über den Eckball.
Und Philipp Schauner mit einer Traumparade. Hält er das 1-1 damit? Boah, was war das für eine Parade? Ach, schlechter Laufpass. Und kommen wir daran? Nein. Mit dem Kopf geklärt von St. Pauli. Und da stehen wir schon da. Ja, wir versinken mit 1860 ein wenig einfach im Mittelmaß. Ah, der wird zu lang. Wir machen unserem Spaß. Nächster Wechsel. Aygün kommt für Kosu. Aha, das ist die Nummer 31. Mitrovic für Buchtmann. Ah, wie will man mit dieser Verteidigung auch zu Null spielen, frage ich mich. Sollte ja eigentlich ein Ziel sein von mir. Oh. Diese Flanken sind richtig gefährlich. Aygün war hier am Ball, frisch eingewechselt. Oh Gott, mein Controller. War es kein Foul? Warum passt du nicht durch die Mitte? Das gibt es nicht. So schlecht nach vorne gespielt. Das ist ja abnormal, Leute. Bewertung ist in Ordnung, okay. Wir haben ziemlich viel gehalten. Aalen spielt auch nur 1-1 oder Köln spielt nur 1-1 gegen Aalen. Schauen wir mal, was das nächste Spiel ist. Das haben wir alles geschafft. So, für die nächsten Spiele haben wir auch unsere Ziele. Gegen Union Berlin ist das nächste Spiel. Ein Spiel ohne Gegentor, Paraden-Gegentor 2,1, Spielerbewertung von 6,0. Das dürfte alles zu schaffen sein. Wir sind immer noch hinter den ersten FC Köln, aber gleich viel Punkte. Aber Leute, ich sehe da keine Hoffnung mit dem Aufstieg. 8 Punkte weg von Bochum, 10 Punkte von Düsseldorf, 11 Punkte. Ah, 10 von St. Pauli, 11 von Düsseldorf. Oh, das tut weh. Und wir haben ein Spiel gegen Bayern, sehe ich gerade, oder? Täuscht mich das? Nee, doch nicht. Ist nur so. Na, Einblendung. Also, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Ich sag, danke fürs Zusehen. Euer Partizan LP. Tschüss, Leute.